zeigt sich Kerrigan zu oft, um da immer wieder die Position des Gegners zu erfassen. Ja, zwei Waffen verloren, AWP wird aber mitgebracht. Das ist das Wichtigste. Faculty gleich wieder in Führung, erstmalig seit dem 3-0. Die Flash für ihn. Hier ein bisschen anderer Aufbau. Stellen da immer früh einen unten ab. Gefällt mir, wie sie 4-1 agieren wollen. Spitfire hat natürlich noch eine Smoke, die er dann werfen wird, wenn da die andere weggeht. Na, wie scheiße, ein bisschen drauf, Banane-Kontrolle zu haben. Überlassen das komplett den CTs, vertrauen auf ihre Ghosts am A. Sind jetzt Hausmeister raus, Rippen eingenommen. Und spielen direkt den Go durch, aber drei Mann auf dem Spot. Oh Mann. Das wird ein Frackfest normalerweise für die CTs. Aber schön durchgemoved von Siehst, macht leider nur einen. Große Sand ist eingenommen. Er ist noch nicht gegessen. Ganz gute Nate gegen Spot. Oh, aber, Friedhof. Wussten sie nicht, dass da auch noch einer hockt. Schön. Das hat sich doch mal ausgezahlt, da direkt einen Banane abzustellen, zu viert zum Großen zu schieben. Ging komplett auf. Navi kommt zu langsam, aber sicher unter Zugzwang. Das auch scheinbar eben bemerkt, dass da vier Leute da waren. Ziehen jetzt auch direkt die Schlüssel daraus. Wollen Banane die Kontrolle, die sie jetzt auch haben. Lassen auch sie ist alleine. Navi lässt sich viel Zeit, um hier eine Entscheidung zu treffen. Machen jetzt so einen vorbereiteten Go. War die Smoke so geplant? Ja. Tess, Rippen sind sie gut rausgekommen. Gehen jetzt Tess gegen Kerrigan. Ersten machen sie. Sollten sie vielleicht nächstes Mal Dutt eine Smoke hinlegen. Kerrigan mit einem zweiten. Alter, seinen dritten. Sie töten ihn einfach nicht. Sind jetzt aber am B drauf. Haben viel HP. Haben die Bombe. Keine Smoke mehr. 20 Sekunden. Das reicht auf jeden Fall zu legen. Sie ist eine ganz wichtige Position. Man kann den Frack machen. Wenn jetzt noch überlebt, sie kreuzen können. Schön, der zweite fällt auch direkt. Zeus aber da zu viel Damage schon gefangen. Von Glaive vermute ich mal. Ne, von ADL war es schon. Glaive finisht ihn. Schade, hätten sie fast noch geholt. Prinzipiell, der Ansatz war gut, da gegen Hess zu gehen. Schade, dass Kerrigan da 3 macht. Also schade für Navi, gut für Faculty. Wenn dann noch, wenn er einfach nur eine Flash oder so für ihn kommen würde, oder einfach... Ich meine, ich verstehe nicht ganz, das sollte ja ein B-Split werden, warum sie da Bogen smoken und nicht einfach hinten Hess. So wie es mehr Sinn machen würde, wenn sie hier einfach komplett dicht machen, dann kommen sie Bogen durch. B-Split sieht dann viel besser aus und Kerrigan kann da nichts machen mit seiner Arbe. Tja, 12-9 Führung. Na, wie wieder Banane offensiv. Diesmal teilt sich's auch aus. Oh, und Zeus, Zeus kann da beide machen. Beide B-Spieler down. In so einer Situation sollte man sich als CT vielleicht direkt dazu entscheiden, zu safen. Oder man gibt Gas wie Kerrigan, versucht er die Runde nochmal zu drehen. Das schafft er auch. Schön.
Trifft heute ganz gut, muss man sagen. Viel Eiern. Boah, ekelhafte Flash noch von hinten von Mate. Oh Gott, die kostet vielleicht die Runde. Senja 101. Er hat ihn da, glaube ich, gesehen. Oh, krass. Oh, dieser eine Flash vom Mate kostet da die Runde, die dann den CT noch blind macht, weil er da reinguckt. Ist das bitter? Navi nochmal. Er gibt ein kleines Lebenszeichen von sich. Hier geht's Banane offensiv. Oh, das sollten sie jetzt mal unterlassen. Haben da eben schon versagt. Gut, haben das 3 gegen 3 rausgespielt. Aber das ist prinzipiell immer besser für die Ts. Stark von Starix. Kerrigan hält da noch Mitte. Navi lässt sich Zeit. Machen sie gut. Warten hier auf Info. Zweiten macht er nicht. Kommt dafür sehr viel Damage. Kerrigan jetzt auch am Schieben. Smoke für Ruine. Boah, gute Flash. Er ist auf Spot durch. Geplantet wurde. Senja. Posi unbekannt jetzt. Sehr schöne Flash. Damit Navi mit der Anschlussrunde. Und Faculty. Hat kein Geld. Gut, Clave könnte legen, aber das lohnt nicht. Er müsste viel zu viel Waffen legen. Könnte sich vielleicht ja, dazu erbarmen, hier 5-7s zu legen, 3-4 Stück. Oder P250. Bisschen Equipment sollte er aber auch kaufen. Macht er auch. Damit kann man schon mal viel anrichten. Könnten jetzt vielleicht auch faken, dass sie irgendwie eine. Also ich meine, Navi kann das vermuten. Ja, wenn Glaive da jetzt mit seinem Equipment stirbt, ist auch nicht so toll. Hat er jetzt gekauft, aber so wirklich was, wirklich Nutzen tun sie es jetzt noch nicht. Merkt man natürlich auch wieder, dass das Team irgendwie frisch ist. Ja, vielleicht auch neue Impulse reinbringt und die auf die Faculty noch nicht so reagiert. Bombe ist noch Banane unten. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht getroffen worden, auch wenn es natürlich wieder nach B aussieht. Oh, B-Split soll es wieder werden, aber 35 Sekunden. Was die Teams das nicht mal irgendwie eher merken. Gerade Navi, die schon relativ lange jetzt schon zusammenspielen. Oh, Ponax macht's gut. Macht den ersten. Jetzt erst bekannt, wo er ist. 15 Sekunden. Sie müssen hier fast instant legen. Und je länger sich hier die CTs verkämpfen, desto wahrscheinlicher wird's, dass sie die Runde machen. Die Bombe gelegt. Ja. Oh, im letzten Moment wirklich. Kasse, wie knapp ist die Scheißrunde. Und das bringt natürlich auch enorme Unsicherheit jetzt auch für die Folgerunden rein. Ausgleich 12 beide. Kerrigan in der Banane. Also man geht wieder offensiv, aber mit AWP auf jeden Fall eine bessere Variante. Und dann doppeln Has. Nein, schon super weit unten. Spitfire war das. Da lag schon eine Smoke. Ich weiß nicht, warum sie es da reinfährt. Müssen sie doch wissen, dass wenn da so eine tiefe Smoke kommt, dass sie da höchstwahrscheinlich weit unten stehen. Vielleicht gab es auch eine Flash, habe ich nicht genau
Gesehen kann natürlich auch sein. Navi vernachlässigt mir zu sehr das Haus. Zu sehr Hausmeister. Gut, Hausmeister geht noch, da ist meistens eine gewesen, aber Haus generell. Weiß nicht, warum das immer so oft von den Teams missachtet wird. Man kann da so schöne Ghosts spielen. Klar, es ist ein enger Gang. Aber wenn man da Mitte ganz gut die Rippen immer einnimmt, dann kann man doch da ganz gut Leute rausflächen, damit die dann aus dem Sand in den Sand reinkommen. Wieder geht's B. Kündigen sich da auch früh mit Flashes Smokes an. Kerrigan hatte da die Chance auf einen Frag. Beide Posis bekannt. Spitfire steht da gegen zwei. Schöne Headshots von ihm. Senja allein auf weiter Flur. Bombe hat er nicht. Eine DRK saved. Gut, bringt ihm jetzt auch nicht so viel. Nur Zeus könnte kaufen. Der Rest guckt in die Röhre. Faculty wieder mit der Führung und überleben mit allen fünf Mann. Gut fürs Geldpolster. Navi kauft trotzdem. Krass. Also jetzt vielleicht mal was Neues. Mal was Schnelles Mitte. Senja scheint da direkt Mitte smoken zu wollen. Contact. Sehr schön. Und Faculty checkt das nicht. Boah, die Nate, super. Flash von hinten, aber doppelt eben in der Laube. Oh Mann, da werden sie auseinandergenommen. Wie aus dem Lehrbuch. Jetzt fallen irgendwann mal die Frags. Zeus weggeflasht wurden. Ah, hat er nicht so viel Damage gefangen. Das kann er holen. Gute Smoke. Kann die Bombe picken. Alter, hä? Ist er da irgendwo hängen geblieben? Er hat die Bombe halt komplett auch außer Acht gelassen. Schade, Mann. House Contact wäre natürlich jetzt auch nicht so verkehrt gewesen. Ja, wobei. Zwei in der Laube. Wobei es natürlich für die auch schwierig ist, wenn da noch einer über Hausmeister kommt. Ich meine, wenn der Sand schon von TTS eingenommen ist, dann. Ja. Und nach zwei in der Laube sind es fast auch egal. Die müssen sich halt irgendwie auf zwei Seiten fokussieren und wenn dann Smoke von der TS kommt, kommen die auch gut durch. Dann habe ich gespielt es nochmal, haben aber eine. Also was heißt nochmal, aber. Es ist eine Eco. Kommt er wieder gut durch. Hier geht's Richtung Hass. Bogen ist rein. Ansage kam aber. Max überlebt da, macht zwei. Kerrigan hatte sich wieder zum Spot hingezogen. Zeus in die Bibo reingekommen. Einmachen, aber Faculty wird sich jetzt hier wohl oder übel das Draw sichern. Das hatte ich echt nicht gedacht hier im Vorfeld. So sehr mich Faculty nicht überzeugt hat in der ersten Hälfte, noch weniger hat mich jetzt Navi hier überzeugt. Müssen sie ordentlich dran arbeiten. Die Mitte vor allen Dingen mal irgendwie gescheiter eins nehmen. Ich meine, gut, war halt bitter vorhin auch genau diese eine Runde, die sie gespielt haben, wo sie Mitte einnehmen und dann direkt mit Grants durchfahren zum Spot auf A. Es war halt bitter, dass vorhin Faculty da ein gutes Konter quasi direkt gespielt hatte. Wenn sie das einfach nochmal spielen würden, gespielt hätten, bin mir sicher, das hätte funktioniert. Aber hätte, wenn und aber. Navi hat es nicht getan. Liegen demzufolge zurück. 15 zu 12. Drei Runden stehen noch aus. Dann gäbe es hier, ich glaube, es ist noch so, dann gäbe es hier eine Overtime. Nicht wie in anderen Ligen. Aber Faculty wird sich das hier nicht mehr nehmen lassen. Refrag. Interessant. Grave da gestorben und Kerrigan Starix da gemacht.
schönen Müll angucken. Auch ein interessantes Doppel. So, jetzt zieht der CD-ROM. Ja, perfekt. Schön gespielt da. Coole Falle aufgebaut. Schöne Idee. Vermutlich von Pronax. Jetzt endlich ist man, hat man da mal schneller die Entscheidung am A getroffen. Kerrigan ist bekannt. Jetzt muss Haus den langsamer machen. Da kommt der Druck, aber irgendwie viel zu zaghaft. Viel zu zaghaft. Jetzt stirbt er erst und das kann Spitfire sogar machen. Er ist schon da. Gut geschoben, hat Smoke. Sollte er vielleicht Sandkasten smoken? Aber er zieht an. Tötet, siehst. Senya 101. Er hat noch eine Fläche. Verrät sich besser nicht. Jetzt weiß Spitfire auch, wo er ist. Vielleicht sollte so nicht kommen. Senya gewinnt. Navi bleibt im Spiel. 13-15. Faculty hat auf jeden Fall noch einmal Geld. Das sehe in der letzten Runde vielleicht schon ein bisschen anders aus. Sollten da wirklich einfach weiterhin relativ zügig groß einnehmen. Decken jetzt wieder defensiv ab. Mitte hat Kerrigan wieder seine Flash bekommen von Glaive ist das. Oh, ob die Bombe hier wirklich liegt. Weiß ich nicht. Ah, scheinbar doch. Wurde hier jetzt erst geholt. So, zwei sind noch falsch in Mitte. Kerrigan Mitte gespottet. Kommt. Wir sind ja nicht so richtig weg. Zieht noch weiter. Boah, super, super Nate. Glaive tippt dabei Action. Da soll es jetzt auch durchgehen. So, Haus ist jetzt auch endlich mal einer raus. Und wenn der jetzt Sandkasten stirbt, direkt... Oh, RDL überlebt aber. Trotzdem sind sie Hass durch. Oh, der mit seinem zweiten... Mit seinem dritten? Alter, krasse Runde von ihm. Oh, und Starry... Spitfire wieder gut geschoben. Starry... Zeus, meine Güte, was hab ich denn mit dem Namen? Zeus im 1 und 2. Posi ist bekannt. Zeit hatte nicht mehr viel. Na? Hallo? Ja, wer hat denn jetzt den Frack gemacht? Ich würde mal sagen, Zeus. What the fuck? Ich glaube es... Warte. Ja, ist vorbei. Also vermutlich hat ADL, wenn nicht, dann hat Spitfire noch geholt. Ergebnis steht fest, 16-13. GG, Kratz an Faculty. Beide Pistols geholt, Spiel gewonnen, war aber sehr, sehr knapp. Beide Teams haben mich prinzipiell aber nicht überzeugt. Faculty hat aber eine gute CT-Leistung immerhin erbracht.